Hallo Römerli-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Nach Life is Strange kommt jetzt Life is Strange Before the Storm. Ich hab Bock drauf, Leute. Es sind nur zwei Episoden draußen bisher, ne? Oder ist die dritte... Oh, die dritte ist doch schon draußen? Nein, nein, erscheint bald, okay. Vorherige Episode beenden, um zu spielen? Ja, genau. Erscheint bald, Leute. Es gibt ja auch nur drei Episoden in diesem Spiel. Nicht so wie in dem alten, in dem ersten Teil 5. Aber dafür gibt es noch eine Bonus-Episode, die ich natürlich auch habe und die wir dann nach der dritten Episode freischalten und dann auch zocken können. Und wir fangen an mit Episode 1. Erwacht. Wir spielen diesmal übrigens auf Controller, oder mit Controller, nicht mit Maus und Tastatur. Einfach mal, um zu gucken, wie das so ist. Der Ladebildschirm ist halt einfach heavy long. Ah, okay. Life is Strange ist ein Spiel, in dem man in dem Spiel Entscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen aller deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum aus. Wähle mit Bedacht. Eins, drei, drei, sieben, echt jetzt? Chloe. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. Alles klar. Gut, dann erstmal gucken, was können wir denn so machen? Das ist da. Okay, wir haben ein Tagebuch. Damit switchen wir das, okay. Seite 3, 1 von 3, okay. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und... nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße. Das werde ich noch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Das hier ist schon besser. Hier kann... Ups. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen. Vielleicht zeige ich dir das hier dann und wir können es lesen und darüber lachen. Oder vielleicht beschließe ich, das Tagebuch Max viel cooler als die echte ist und du lebst... eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen. Chloe, die Tagebuchchefin. Schreibe deine Gedanken in mir nieder. Okay. Max. Don't take the ride. Bist du bereit? Mama hat einen Trip für nächsten Sommer vorgeschlagen und ich dachte, cool. Aber dann fängt sie davon an, dass David dabei sein wird. Ja, dieser David, der möchte gern Sergeant, der sich auf meine Mutter gestürzt hat und an ihr klebt wie ein übler Pickel. David, der Schnurrbartschrecken vom Planeten Scheißer. Dieser beschissene David. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht so früh ist, um anzunehmen, dass David dann noch hier ist. Oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut an. Mal im Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch hier ist, hat sie echte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und ich echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag's nach, Nerd. So, sie verdient was Besseres. Mehr wollte ich damit nicht sagen, aber sie wollte es nicht hören. Als sei ich das Arschloch hier. Chloe, das Arschloch. Okay. Du weißt, dass ich nicht mehr zu oft zur Schule gehe. So, wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte. Mir fiel keine Ausrede ein, also habe ich's gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay. Niemand hat irgendwas zu mir gesagt. Verrückt, oder?
Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das der Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist. Also sind alle erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das doch bloß eher herausgefunden. Denk nur an all die verschwendete Schulzeit. PS, ich hab an Pris aus Blade Runner gedacht, als ich mir das letzte Mal die Perle geputzt habe. Okay. Ich hoffe... Nein. Anfangs dachte ich an Deckard und wie heiß er ist. Aber dann hat Pris ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nix. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony. Chloe, das Elektroschaf. Mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich... Okay, Mittelfinger. Alles klar. Ich bin eine Insassin der Blackwell Academy, die derzeit eine 4-jährige Strafe für Verbrechen gegen die Mutterschaft absitzt. Das wäre dann meine Mutter Joyce, die unendlich enttäuscht von mir zu sein scheint. Das verstehe ich sogar. Ich bin niemandes Vorstellung der perfekten Tochter oder Schülerin oder irgendetwas anderem. Aber wer will schon perfekt sein? Ich bin den ganzen Tag von sogenannter Perfektion umgeben. Und es ist scheiße. Andere Dinge, die scheiße sind. Mamas neuer Militärfuzzi-Freund David. Wie schwer es ist, hier Hasch zu kaufen, keine Freunde zu haben, Heuchler, Country-Musik, Leute, die relaxen, sagen, dass Papa tot ist. Es ist 2 Jahre her, dass er bei einem Autounfall starb und ich denke immer noch die ganze Zeit an ihn. Ich habe sogar diese seltsamen, lebensechten Träume. Manchmal glaube ich, er versucht mir etwas zu sagen. Dann erinnere ich mich, dass er in einer Grube die Würmer füttert. Und alles andere ist nur ein Märchen, durch das es mir besser gehen soll. Wenigstens habe ich 2 Waffen, die mir beim Überleben in dieser beschissenen Stadt helfen. Der Stift, mit dem ich absolut alles anmalen kann, was ich will, und meine strahlende Persönlichkeit. Wenn ich daran denke, kann ich den Ort hier vielleicht etwas weniger perfekt zurücklassen, als ich ihn vorgefunden habe. Gut, dann gucken wir. Ja, David und Joyce. Trotz aller Mühe, die Mama sich gibt, hasse ich sie nicht. Hohoho. Ich weiß, es ist hart seit Papas Tod. Das Geld ist knapp, ihr Job als Kellnerin im Diner ist nicht gerade glamourös und mir liegt nicht viel daran, zur Schule zu gehen. Aber warum muss sie es uns beiden so viel schwerer machen? Sie tut so, als sei es ein persönlicher Angriff auf sie, wenn ich kiffe oder die Schule schwänze. Sie sollte sich freuen, dass ich mir selbst Medizin verabreiche, statt auf alle loszugehen. Sie war nie so, als Papa noch hier war. Sie konnte tatsächlich cool sein. Ja. Aber vor kurzem hat sie ein haariges Monster ins Haus gelassen, das alles ruiniert. David Madsen. Ein arbeitsloser, hirnloser und schwanzloser Scheißer, der auf alles steht, was mit Militär zu tun hat und mir versprach, mich gerade zu biegen. Arschloch. Ich versuchte, diese Bedenken gegenüber Mama zum Ausdruck zu bringen, doch mit jeder Woche scheint sich der Virus in einen weiteren Winkel ihres Lebens auszubreiten. Ich beginne mir Sorgen zu machen, dass die David-Pest die Sorte Krankheit ist, die ihren Wirt umbringt. Max Caulfield, verschollene ehemalige beste Freundin. Dieses künstlerische Miststück liebt die Fotografie mehr als das Leben selbst und ganz sicher mehr als mich. Sie benutzt sogar alte Sofortbildkameras. Es ist vermutlich nicht gesund, wenn jemand so sehr in der Vergangenheit feststeckt, aber wer bin ich, anderen Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen? Als Kinder verkleideten wir uns als Piraten, aßen Eiscreme und schrieben und zeichneten diese dummen Comics, in denen wir Superkräfte hatten und Leute retteten und so. Dann starb Papa und ihr Vater nahm einen Job im Norden an und sie zog nach Seattle. Das war vermutlich die Zeit ihrer... in der ich sie am meisten brauchte und sie ließ mich im Stich. Danke, Max, dass du mir beigebracht hast, dass ich mich auf niemanden verlassen kann. Im Ernst, Lektion gelernt. Das Schlimmste ist, obwohl wir seit Monaten nicht geredet haben, obwohl sie meine Nachrichten so regelmäßig ignoriert, dass ich aufgegeben habe, obwohl ich tief im Inneren weiß, dass ich ihr egal bin und dass sie vermutlich neue Freunde im verschissenen Seattle hat, vermisse ich sie trotzdem. Wenn sie morgen zurückkäme und sagte, hey Chloe, wollen wir uns als Piraten verkleiden und Unsinn anstellen, dann würde ich sie sofort zurücknehmen. Sofort. Wer ist das? Das ist ihr Dad, okay. Wenn ich für jeden abgewichsten Vertrauenslehrer oder Therapeuten, der mich in den letzten Jahren dazu bringen wollte, über Papa zu schreiben, etwas Gras hätte, müsste ich nie wieder was von Frank kaufen. What's the matter? Don't you want to write your deed
Deed Old Dad. Alles klar. Die glauben, es hilft mir, mit meinen Gefühlen umzugehen oder so. Als ob ein paar Absätze darüber, wie toll Papa war, mir helfen würden, zu vergessen, dass seine Eingeweide wahrscheinlich immer noch an der Unterseite eines Trucks kleben. Und was soll ich verflucht nochmal eigentlich schreiben? Dass er der perfekte Vater war, der immer lustig und nie wütend war? Dass er mich wie eine Gleichgestellte behandelte? Dass er stets daran gearbeitet hat, unser Leben zu verbessern? Dass er mich zum Lachen bringen konnte, auch wenn ich ein Mischstück war, das in der Dusche gesungen hat und Heuchelei hasste und dass sein Grill immer noch im Garten vor sich hin rostet, weil der Gedanke, ihn entweder wegzuwerfen oder ihn jemals wieder zu benutzen, zu schmerzhaft ist und es für Mama und mich einfach ist, so zu tun, für mich einfacher ist, so zu tun, als merken wir es nicht? Wenn das mit Gefühlen umgehen ist, dann kann es mich mal. Okay, was haben wir hier noch? Achso, die Episoden, die ganzen Orte und SMS-e. Was haben wir denn bisher an Max geschrieben? Ey, oh. Das ist eine Menge. Okay, lese ich jetzt alles nicht durch. Aber gut, okay. Können wir irgendwie sprinten? Ist mit B wahrscheinlich. Nein, ist es nicht. Mit A auch nicht. Damit auch nicht. Damit auch nicht. Oh. Firewalk Mitternacht, die Mühle. Spring. Yeah. Holy shit. Sorry, dass es wieder so viel Lesen war, aber das muss halt sein, leider. This place is awesome. Oh ja. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Yes, war das. Wir wissen, wie Sprint. Ah, mit dem Knopf. Das ist gut zu wissen. Okay, Frank ist, wie es aussieht, auch hier. Sein Wohnmobil und so. Papierschnipsel. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Chua vs. Goldie, 3-1. Einsatz 1000, Verlust 1000. Eieieiei. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. Mach ich. I understand, really, and it won't ever happen again. Ansehen. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. With me is Ernie. Ach so, will sie was anmalen, oder wie? Ah! Now what to draw? Oh, Definitely, absolutely not a meth lab. Ich habe ein Achievement Erholungslabor bekommen. Ups. Ah. Was Spitzes, verlorenes Einhorn. Ah, wir können über... Ah, okay. Ja, diesmal sind es keine Fotos, die wir sammeln müssen, sondern... Zeichnungen, die wir machen müssen an verschiedensten Orten. Okay. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Oh, nachdenken. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Alles klar. Hundezwinger. This place has collected a lot of junk over the years. Huh. Ah, zuhören, okay. Ich muss ja irgendwie, warte mal. Zuhören ist jetzt, glaube ich, kein Ding.
This band shreds so hard. I gotta get in there. Alles klar. Können wir aber nichts machen, okay. Motorräder. I'd join a motorcycle gang. If I had any friends. Nothing says badass like a nice floral print. Neuer Dialog freigeschalten. Ah, alles klar. Also bevor wir mit Leuten reden, am besten immer erst alles angucken, würde ich meinen. Oh, Zugwaggon. Oh. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Ja? An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Hey. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? God, again? What do you want, kid? Die Mühle, dein Motorrad, die Mühle. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Huh. Never mind. Yeah, keep walking. Muss ich ihm echt Parole bieten so, oder kann ich mir noch irgendwas hier suchen, sag ich mal, um da reinzukommen? Hey, komm. Na, ich komme hier nicht durch, schade. Kann ich da den Streit vielleicht anzetteln? Nee, kann ich nicht. Okay, ich glaube, dann biete ich ihm einfach mal, komm hier, komm. God, again? What do you want, kid? I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Okay. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Schlafenszeit. Isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Sehr niedlich, okay? Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a Panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. Manchmal sind die richtigen Antworten schwer zu erkennen. Hier ist Spielplatz eine gute Reaktion auf kleine. Na gut, ich schleich mich hinein. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. Ah, das ist cool. You? I can't protect you in there. Ah. Like you with pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right?
bosses suck. Screw the man and fuck the rules, dude. You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Cool! Das Prinzip der Überzeugung hier in diesem Spiel finde ich geil. Heilige Scheiße, oh, das ist ja mal mega nice. Ich meine, das Zurückspulen bei Max war auch ziemlich cool, muss ich sagen, ne? Aber... Also im ersten Teil halt. Aber das hier ist auch, das ist ja mega, das ist mega cool. Oh, fuck. Wie aufmerksam du sein musst dann. Uiuiuiui. Aber es speichert, glaube ich mal, Leute. Und ich würde sagen, das ist eine exzellente Stelle, um den ersten Part zu beenden. Ich bin jetzt schon gehypt und begeistert von dem Spiel. Scheiße. Oh, das ist eklig. Cute dog. Mein Controller hat vibriert. Das ist eklig. Ha. Ja, bist du hier? Ja. Ich würde gern Part beenden. Oder kann man mittlerweile so speichern? Oh, ich glaube, ich habe gerade übersteuert. Tut mir leid. Oder kann man mittlerweile so speichern? Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Nee, wir beenden jetzt hier den Part, Leute. Ich schätze, es hat... Ja, gespeichert? Ich hoffe es. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.